So, zurück. Für euch sind gerade mal 0 Sekunden vergangen, für mich jetzt eine halbe Stunde. Ich habe mal eben kurz die eine Stunde Video rüber auf die andere, auf die reguläre Festplatte gerödelt, damit wir unter Umständen noch ein bisschen mehr aufnehmen können, weil ich euch so ein bisschen entschädigen will für die Pause. Bitte lass es genug sein. Nein, ist es nicht. Super. Ja, und deswegen habe ich das gerade mal rübergerödelt und mir was für meine Stimme geholt, nämlich einen wunderschönen Ingwertee, scharf bis zum geht nicht mehr. Ja, das mag ich so und das hilft vielleicht dann auch jetzt mal mit der Stimme. So, wir machen das jetzt hier mal eiskalt fertig, die ganze Sache. Ja, am besten erstmal die Diverses-Truhe, weil da muss ja einiges rein. Hier zum Beispiel die Iron Horse Armor. Ich so ein bisschen lachen muss, weil es gibt da eine Band, eine Bluegrass Band, Iron Horse, und die habe ich gerade in letzter Zeit wieder öfter gehört, weil ich da was in England vorhabe. Also diejenigen, die in England mitgucken, die wissen ja, dass ich da so ein bisschen so irgendwie so diese Redneck Yeehaw Geschichte fahre, ne? Wo sich auch schon der eine oder andere drüber aufgeregt hat. Verstehe ich gar nicht. Ich mache mich doch nur über Rednecks lustig. Ja, über mich kann man sich auch lustig machen. Gut, da habe ich nämlich vor, auch Musik fremder Künstler aufzunehmen. Und wenn das nächste Mal das Farmhaus dran ist, dann werde ich es mir nicht nehmen lassen, dort Iron Horse, eine Band aus den Vereinigten Staaten, laufen zu lassen, die Bluegrass-Musik macht. Warum habe ich eigentlich so viele Stufen? Das ist ja unglaublich. Ja, das wird richtig geil passen, so, yeah, man. wollen wir hoffen, dass das nicht irgendwie schief geht. Ja, was kann denn daran schon schief gehen? Ist ja eigentlich nur Blödsinn. Ja, das war jetzt nicht so gut. Da ist die Naturtruhe. Pack jetzt nochmal das Zuckerrohr rein, sollten wir nächstens auch mal ans Gehen kriegen, die ganze Sache, damit das irgendwie funktioniert. Ja, wir gehen gleich abenteuern, Freunde. Runter in die Höhlen. Ja, ich muss gestehen, da war ich ja jetzt schon mal und ich weiß schon, dass da was passiert und ich werde natürlich, hui, das wusste ich ja gar nicht, dass da sowas ist. Was? Die hauen wir einfach mal weg, dann kriegen wir den Mist da drinnen sowieso, den restlichen. Und dann hauen wir hier auch nochmal die Öfen weg. Und wisst ihr, was da nämlich lustig oder gut dran ist, wenn ich jetzt hier die Öfen weghaue und die nach drinnen bringe, dann brauchen wir weniger Haha zu haben. Ja, auf Facebook zumindest hat sich ja schon der eine oder andere zu Wort gemeldet, der meinte so von wegen, lass doch die Dorfbewohner und so, aber dieses Haha, ich mag es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht ertragen. Und wer das auch immer gut findet, naja, der hat eine kleine Geschmacksverirrung. So, Öfen hier hin, Kohle gleich wieder rein, damit der verpeilte Kerl das nicht vergisst. Ist ja ganz schön wenig Kohle, die wir hier haben. Was machst du da? Da hast du dich wahrscheinlich auch gerade gefragt. So, hier haben wir noch Stones. Ja, könnte ich auch einen kleinen Crafting Table machen. Ist ja gut. So, haben wir wieder drei. Hatten wir nicht hier eigentlich schon... Hier hatten wir schon zwei drinne. Ja, dann machen wir noch einen da rein und dann... Ne, das kriegen wir schon irgendwie alles. Ja, wir haben noch was für die... Also ich brauche hier unbedingt Schilder an den... Sag mal, ach da, genau, genau. Das ist ein bisschen durchsichtig, das Glas, ne? Das ist ein bisschen durchsichtig. So, die machen wir auch nochmal fertig. Wir haben ja Zeit. Ich will mich ja eigentlich nur drücken vor der Apokalypse, die jetzt gleich da unten passieren wird, wo ihr euch wieder schief lachen werdet und ich wahrscheinlich dann hinterher wieder als fauchendes Ding irgendwie so, wie konnte das noch passieren, so ein Scheiß. Na, aber wenigstens habe ich diesmal den Crafting Table mitgenommen. Und um das Ganze noch in die Länge zu strecken, weißt du, wir haben ja Zeit. Nein, haben wir nicht, geht nicht abenteuern. Nein, so seid ihr ja gar nicht. Ich muss auch sagen, so meine kleine Community, die ich hier habe, ist schon ganz nett. Klein noch, aber fein und auch mein, und ich bin begeistert und ich möchte ganz einfach mal den Leuten danken. Ich danke auch meinen
53 Abonnenten. Ich habe eben extra nochmal geguckt, als ich nochmal das englischsprachige Video freigegeben habe. Ja, weil für die Engländer hatte ich schon gemacht. Oh, jetzt fühlt euch bitte nicht gering geschätzt, nur weil ich die Engländer bevorzugt habe erstmal. Nö, hat sich einfach so ergeben. Ich nehme immer zuerst erstmal England auf. Ja, hauen wir mal hier raus den Kram. So, nehmen wir Hundi mit in die Höhle, aber natürlich nicht. Denn ich weiß ja schon, was mich dort erwartet. Und das ist ganz und gar nicht hundefreundlich. So, Anne sieht noch hier rein. La 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 la. Ich will das hier alles nur in die Länge strecken, ne? Das habe ich von meinem. Das habe ich von meinem Vorbild gelernt. Was brauchen wir hier? Wir brauchen Chiseled Stone Bricks. Die nehme ich mal alle mit. So, dann hier noch. Und da noch. Ja, was haben wir hier eigentlich drin? Hier haben wir drin das. 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 Ich mache mal hier draußen eine Kohletruhe. Auch wenn da noch nicht so viel ist. Aber ich möchte möglichst wenig mit mir rumschleppen, weil, ne, man weiß ja, unverhofft kommt oft und unverhofft ist der zweite Name des Todes in Minecraft. Ja, ich kenne den Tod mit seinem zweiten Namen. Da kannst du mal sehen. So. Ich sag übrigens viel zu selten so und was wollte ich sagen und nicht lügen? Ja. Und ja. Sage ich viel zu selten. Ich lasse langsam nach mit meinen 4 Millionen, ne? So wird das nie was, Kollege. So nicht. So nie. Ist eine andere Aussprache für Sonny. Ja, und hat eigentlich auch irgendwo Sinn. Ich muss aufpassen, dass ich diesen Keller nicht zu breit baue. Ist da was? Ich guck mal kurz hier, weil ich das hier in die Länge strecken möchte. So, ich guck mal kurz hoch. Ich will das ja hier in die Länge strecken. Ich habe einfach nur Schieß. Ach du meine Güte, es ist schon wieder Nacht draußen. Da müssen wir gleich aufpassen, wenn wir rausgehen, dass wir nicht in die Luft gesprengt werden. Ja, also die erste Folge werden wir hier noch rumbauen. Ja, ach, das geht sie ja noch aus. Warte. Dann machen wir das doch gleich richtig. Dass wir hier nämlich einen tiefer graben. Damit, wenn wir hier hinten dann irgendwann mal ankommen, wir wissen, was die Stunde geschlagen hat. So. Ja, komm schon. Ja, ich muss den Crafting Table wieder rausholen. Denn, um die Sache hier noch richtig in die Länge zu ziehen, muss ich hier natürlich noch eine Truhe bauen. Alles hat seine Struktur. Und in welche Höhle gehen wir denn wohl? Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich jetzt in die Höhle gehe, da wo die Mine ist und so weiter und so fort. Ach, das wäre überhaupt gar kein Problem. Denn da, wo wir gleich hingehen, ist es genauso gefährlich, wenn nicht sogar gefährlicher. Und ja, was haben wir denn jetzt hier noch zum Wegbringen? Natürlich die Steine. Steine, 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 Steine. Und diese Steine hier natürlich auch. Oder diesen Stein. Diese Steine auch. Erde, 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 Erde. Kommt da noch ein Knödel rein. Wir wollen möglichst wenig im Inventar rumtragen mit uns. Aber die Dinge, die halt irgendwie notwendig sind, wie zum Beispiel hier den Stack Kram, ne? Wie sieht denn das Schwert aus? Das ist noch. Das hat noch Haltbarkeitsdatum. Das kann noch einige Schädel spalten. Ich guck mal kurz, ob da draußen irgendwas herumlungert, was uns in die Luft sprengen oder abschießen möchte. Da ist ein. Ja, ist der gewachsen gerade. Warum wachsen die so hoch? Ich will eigentlich keine Lollis und auch keine Halblollis. Also der da kommt auf jeden Fall weg. Und den mache ich jetzt weg natürlich. Nein. Ich weiß. Das wäre dann doch ein klein wenig zu sehr Strapazierung des Ganzen. Und wir machen Horrido. Warte mal kurz. Haben wir denn genug zu fressen dabei? Eigentlich müsste ich jetzt noch durch die Gegend laufen und noch ein bisschen was zu fressen holen. Ah, das wird noch für die Tour reichen. Ich will ja nur so ein bisschen unten rein. That's what he said.
Oh nein, nicht schon wieder. So. Hä? Warum ist das eben so abgebrochen? Oh, hört mal. Ich habe das Gefühl. Ich habe ein zärtliches Gefühl. Weiß nicht, wer von euch kennt Hermann van Veen? Fand ich früher mal ganz toll. Hat auch was mit meiner Kindheit zu tun. Oh, ich höre ein Baby. Ich höre ein Baby-Zombie. Das ist gar nicht gut. Ich hasse sie. Ich will nicht schon wieder von Baby-Zombie abgeschlachtet werden. Also hier scheint noch einiges herumzuscharwenzeln. Oh oh. Der hört sich nah an. Ja, das ist. Das wird ganz schrecklich. Ich weiß es. Ich hätte das Bett übrigens oben lassen sollen. Naja, gut, dann hätte ich nicht pennen können hier unten. Naja, du bist mir jetzt gar nicht willkommen. You are not welcome hier. Wir gehen erstmal hier hinten rein, weil ich da gestern so eine schöne Begegnung hatte. Da ist er auch schon. Das ist ja tatsächlich genauso wie gestern. Hey, Kollege, komm da raus. Boah. Er kommt natürlich, ey, ich renne natürlich komplett in die falsche Richtung, krieg erstmal einen Pfeil in den Poppes. Komm, da und... Boah. Sei doch nicht so schnell. So, was hat er mir denn da gegeben? Das war wohl nur ein Knochen. Dieses Viech hier, ne? Dieses Viech. Ich will dich doch nur töten. Komm her. Warum erwische ich das Viech nicht? Das war früher ziemlich einfach. Aber diesmal habe ich ihn permanent weggehauen. Wenn das irgendeinen Sinn ergibt. Oh. Guckt mal, was da war. Ja, den holen wir uns mal lieber auf Entfernung, falls das irgendwie zu machen ist. Tja, Kollege, das mit dem Wasser ist irgendwie nicht gut für dich, ne? Haha, ich habe es schon im englischen Let's Play gesagt, seht ihr das eigentlich auch so, dass sich Creeper, wenn sie sterben, anhören wie so eine Mülltonne, die umfällt? Ich glaube, ich mache das mal lieber hier so. Na gut, hätte ich auch mit Dreck machen können. Schöner Grafikfehler da hinten oder Ladefehler. Uiuiui. Meine sehr verehrten. Oh ja, ich weiß, was das hier ist. Hier habe ich letztes Mal auch einen Pfeil im Poppes gekriegt, weil ein ja die Skelette so gerne von der Klippe schießen. Das machen die ja sehr gerne. Wollen wir da mal runtergehen? Keine gute Idee. Habe ich gestern auch nicht gemacht, bei der letzten Aufnahme, was sage ich eigentlich immer gestern, das war gar nicht gestern, das war schon ein paar Tage zuvor, ich sage immer gestern, komisch, da waren eben Schrittgeräusche, so, haben wir auch noch ein bisschen Eisen gefunden, genau deswegen sind wir ja hier, jetzt kommen wir wieder nach oben und an Ringwald bauen. Ja, ihr habt schon recht, der Mann will getötet werden. Und zwar nicht nur in-game, sondern wahrscheinlich von seinen Zuschauern irgendwann mal real life. Ah! Oh, ich höre einen Enderman. So. Ich habe den Verdacht. Den gar schrecklichen. Oh, guck mal, noch eine Ravine. Ja, und da unten scheint es recht feurig zuzugehen. Denn das habe ich auf keinen Fall ausgeleuchtet. Jetzt muss ich hier aufpassen, dass mich hier kein Creeper runtersprengt, weil... Da kommt ein Zombomat, den können wir so machen. Wie konnte der mich... Irgendwie hat Java in der... Oder... Oh, noch mehr. Pinningplong. Komm, du verrotteter kleiner Mann. So,
Ich weiß, es ist Verschwendung. Aber Klönkel, ich will hier gut aufgefüllt sein. Wow, da ist das schon, der böse Skeletor. Ich lock den mal wieder hierher, so wie ich das mache immer. Weil ich möchte nicht mit dem ins Dunkle gehen. Nee, mit dem gehe ich nicht in den Darkroom. Das ist einfach unschön. Wow, schon das nächste. Komm her. Komm her. Na, kommst du wohl? Und der nächste schon. Höre ich zumindest. Guck mal, wie der hier die Wand gespalten hat. Ich mach mal lieber. Ja, wir müssen bald nach oben, um Fressen zu holen, wenn das so weitergeht. Wie sieht's denn mit der Rüstung aus? Ach, erstaunlich gut. Aber guck mal, wie ich aussehe, Alter. Also, derjenige, der das überlebt, ne? Pfeil im Arsch, Pfeil in der Brust und jetzt noch einen im Kopf. Ja, super. Ich darf nur nicht in die Schlucht da unten springen. Hey, komm her, du. Willst du wohl? Vogel. Ah, komm. Der hat einen verzauberten Bogen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Obwohl, der hat wahrscheinlich nur, was sie sowieso alle haben, nämlich unendlich Pfeile. Ich höre schon den nächsten. Was ist denn hier heute los? Und wieder zurück. Im Schweinsgalopp. Hey. Vogel. Beweg gefälligst deinen knöchernden Popo hierher. Haben die eigentlich einen Arsch? Der will nicht. Der will nicht. Der will mich da in die Dunkelheit locken. In den Darkroom. Da hab ich aber keinen Bock drauf. Weißt du was? Komm mal her, Kollege. Boah. Ich weiß, das kann einigermaßen ungesund werden, das Ganze. Ich will da nicht rein, weil da könnte ein Creeper stehen. Der ziert sich aber, ne? Der will unbedingt mit mir in den Darkroom. Na? Oh. Ja, ich weiß, zickzack laufen. Du mich auch. Der will mich da raus, da reinlocken. Wird nix. So. Oh, noch einer. Ich höre schon wieder den nächsten Skeletor. Alter, was ist denn hier heute los? Gestern war das nicht so fett. Wow. Ja, also, ne? Ich glaube, um Knochenmehl brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Die mit ihrem Darkroom da hinten, nicht? Haha, Vogel. Ja, ich weiß, Cooldown-Zeit. Fuck doch die Cooldown-Zeit, ey, echt. Ich höre zwei Skelette. Alter Schwede, geht das hier heute ab. Also war gestern auch einigermaßen heftig. Gestern, ich sage immer gestern. Also bei der kaputten Aufnahme war das auch einigermaßen heftig hier. Aber bei weitem nicht so. Und ich weiß natürlich gar nicht mehr, was hier war. Och, guck mal. Noch eine Ravine. Ah, und er schießt gleich von da drüben erstmal rüber. Na, wollen wir uns noch einen einfangen? Ich will hier nur nicht runtergeballert werden. Vor allen Dingen, wenn man da so schleicht, dann passiert das ganz leicht mal. Boah, ist das hier. Evil, Alter. Evil. Runter hier. Oh, bloß nicht in die Schlucht springen. So, und hier haben wir eine Menge Gravel. Und wisst ihr was? Einfach mal aus Spaß
Damit wir das Let's Play strecken und einige Leute sauer machen, graben wir den ganzen Gravel hier raus.